Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Für weitere Verhandlungen mit der Sowjetunion, jedoch ohne Illusion, hat sich der amerikanische Außenminister Schulz in Berlin ausgesprochen. Vor Journalisten bezeichnete Schulz am Abend Ost-West-Gipfeltreffen, wie kürzlich in Genf, für die Beziehungen zwischen den Supermächten als nützlich. Zugleich machte er deutlich, dass Washington an den Plänen für ein Raketenabwehrsystem im Weltraum festhalte. Ferner versicherte Schulz, die USA bestünden fest wie eh und je auf der strikten Einhaltung des Vier-Mächte-Abkommens für alle Sektoren Berlins. In 6 Punkten umriss der amerikanische Außenminister vor der Berliner Pressekonferenz das Verhältnis zwischen Ost und West. Einigkeit, Stärke und Geduld des Westens seien Voraussetzung für die Sicherung der Freiheit und erfolgreiche Verhandlungen mit den östlichen Nachbarn. Wörtlich sagte Schulz, es lohnt sich, die neue sowjetische Führung unserer Entschlossenheit aus erster Hand spüren zu lassen. Wir lassen uns nicht einschüchtern, aber wir sind bereit zu beiderseitigen Konzessionen und einer fairen Lösung der Probleme, die uns trennen. Der Aufenthalt von Schulz in Berlin begann mit dem Besuch der Mauer am Potsdamer Platz. Für ihn ist die Zeugnis, das den Zustand des kommunistischen Systems dokumentiert. Schulz trug sich auch in das Goldene Buch der Stadt ein und bekräftigte die Entschlossenheit der USA, die Freiheit Westberlins zu garantieren. Aus Anlass des Schulz-Besuchs demonstrierten auf dem Kurfürstendamm etwa 4000 Menschen gegen das amerikanische Verteidigungssystem SDI. Nach der Schlusskundgebung kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Am Mittag war Schulz Gast von Bundeskanzler Kohl in dessen Haus in Ockersheim bei Ludwigshafen. Kohl erklärte nach dem 2-stündigen Gespräch, er habe mit Schulz auch über das SDI-Programm geredet. Kernkraftgegner aus weiten Teilen der Bundesrepublik haben im bayerischen Wackersdorf gegen den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage für Kernbrennstoffe demonstriert. Die Polizei sprach von etwa 20.000 Teilnehmern, die Veranstalter von bis zu 40.000. Die Protestaktion verlief weitgehend ohne Zwischenfälle. Unter den Teilnehmern der Kundgebung waren auch 600 Delegierte der Bundesversammlung der Grünen. Der Parteitag in Offenburg war unterbrochen worden, damit die Teilnehmer nach Wackersdorf fahren konnten. Auch der neue hessische Umweltminister Fischer demonstrierte mit, als Privatmann, wie er betonte. Mehrere Redner verurteilten den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage als, wie sie sagten, sinnlosen Krieg gegen Bäume und Menschen. Die Natur werde brutal zerstört. Am Abend haben Gegner der Anlage mit dem Bau eines Hüttendorfes begonnen, in dem sie für mehrere Tage eine Mahnwache halten wollen. In Köln haben etwa 3000 Krankenpflegeschüler aus der gesamten Bundesrepublik gegen Kürzungen ihrer Ausbildungsvergütungen protestiert. Diese Kürzungen waren durch die öffentlichen Arbeitgeber zum 1. September vorgenommen worden. Sie betragen nach Angaben der ÖTV zwischen 290 und 430 Mark. Wegen der geplanten Änderung des Streikparagrafen 116 im Arbeitsförderungsgesetz hat der stellvertretende DGW-Vorsitzende Fehrenbach die Unternehmer gewarnt. Sollten die Arbeitgeber versuchen, den Handlungsspielraum der Gewerkschaften einengen zu wollen, werde man die ohnehin beabsichtigten Protestaktionen noch ausweiten. Hauptziel des DGW sei es, so Fehrenbach in Unna, im Bundestag mit Hilfe der SPD und der CDU-Sozialausschüsse eine Mehrheit für die Gesetzesänderung zu verhindern. Der Bundesnachrichtendienst hat nach Angaben von Innenminister Zimmermann 1983 nach den seinerzeit verschwundenen 41 Dioxinfässern aus Seveso mit Hilfe von Geldern der Privatwirtschaft gefahndet. Zimmermann bestätigte in der Bild am Sonntag, er selbst habe dafür 350.000 Mark gesammelt. Von diesem Geld habe der BND nach Auffinden der Fässer in Frankreich 230.000 Mark wieder zurückgezahlt.
Die Lottozahlen 8, 17, 19, 20, 23, 29. Zusatzzahl 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 8, 9, 2, 2, 5, 2, 9. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für Sonntag, den 15. Dezember. Überwiegend stark bewölkt oder neblig trüb und zeitweise leichter Regen oder Sprühregen. Nachttemperaturen im Süden um 3, sonst 5 bis 9 Grad. Tageshöchstwerte morgen in ganz Deutschland bis auf 10 Grad ansteigend. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West. Und die weiteren Aussichten unbeständig und mild. Das waren die letzten Meldungen, meine Damen und Herren. Die Tagesschau meldet sich wieder mit dem Wochenspiegel und den neuesten Nachrichten morgen, heute um 12.45 Uhr. Aphorismen zur Lebensweisheit von Arthur Schopenhauer. Man pflegt die Jugend, die glückliche Zeit des Lebens zu nennen und das Alter die traurige. Das wäre wahr, wenn die Leidenschaften glücklich machten. Von diesen wird die Jugend hin und her gerissen, mit wenig Freude und vieler Pein. Dem kühlen Alter lassen sie Ruhe. Und alsbald erhält es einen kontemplativen Anstrich, denn die Erkenntnis wird frei und erhält die Oberhand. Weil nun diese an sich selbst schmerzlos ist, so wird das Bewusstsein, je mehr sie darin vorherrscht, desto glücklicher. Man braucht nur zu erwägen, dass aller Genuss negativer, der Schmerz positiver Natur ist, um zu begreifen, dass die Leidenschaften nicht beglücken können und dass das Alter deshalb, dass manche Genüsse ihm versagt sind, nicht zu beklagen ist. Denn jeder Genuss ist immer nur die Stillung eines Bedürfnisses. Dass nun mit diesem auch jener wegfällt, ist so wenig beklagenswert, wie dass einer nach Tische nicht mehr essen kann und nach ausgeschlafener Nacht wach bleiben muss. Wie dem auch sei, die Jugend ist die Zeit der Unruhe, das Alter die der Ruhe. Schon hieraus ließe sich auf ihr beiderseitiges Wohlbehagen schließen. Das Kind streckt seine Hände begehrlich aus, ins Weite, nach allem, was es da so bunt und vielgestaltet vor sich sieht. Denn es wird dadurch gereizt, weil sein Sensorium noch so frisch und jung ist. Dasselbe tritt mit größerer Energie beim Jüngling ein. Auch er wird gereizt von der bunten Welt und ihren vielfältigen Gestalten. Sofort macht seine Fantasie mehr daraus, als die Welt je verleihen kann. Daher ist er voll Begehrlichkeit und Sehnsucht ins Unbestimmte. Diese nehmen ihm die Ruhe, ohne welche kein Glück ist. Im Alter hingegen hat sich das alles gelegt. Teils, weil das Blut kühler und die Reizbarkeit des Sensoriums minder geworden ist, teils, weil Erfahrung über den Wert der Dinge und den Gehalt der Genüsse aufgeklärt hat, wodurch man die Illusionen, Vorurteile, welche früher die freie und reine Ansicht der Dinge verdeckten und entstellten, allmählich losgeworden ist, sodass man jetzt alles richtiger und klärer erkennt und es nimmt für das, was es ist. Hauptsächlich aber ist durch dies alles Geistesruhe herbeigeführt worden. Diese aber ist ein großer Bestandteil des Glücks. Eigentlich sogar die Bedingung und das Wesentliche desselben. Gute Nacht. Lasst uns alle
oder Sprühregen. Allmählicher Temperaturanstieg von 6 bis 10, Nachtwerte im Süden anfangs noch bei 3 Grad. Schwacher bis mäßiger im Küstenbereich gelegentlich auffrischender Wind aus Süd bis West. Sie hörten Südwestfunk Nachrichten, Redaktion Rudolf Geißler. Im Nachtprogramm geht es weiter mit Musik bis 3 dabei. Im Nachtkonzert der ARD hören Sie Werke von Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach. Es ist jetzt 2:05 Uhr.